Ich möchte ein Zitat bringen von Ostad Elahi, das lautet: Wer sagt, ich weiß, weiß weniger als der Unwissende. Wir sollten stets von anderen zu lernen wissen. Ich möchte dieses Zitat gerne auf meine Ausführungen zur Demokratie weiter anwenden. Denn gerade in meiner Funktion als Präsidentin des Nationalrates bin ich Akteurin der parlamentarischen Demokratie und bin damit naturgemäß auch Adressatin von Kritik an derselben. Sie sind nur dran, wenn Sie sich in einer schlechten Situation, in einer schwachen Situation befinden, wo Sie krank sind, wo Sie möglicherweise eben die Leistung nicht gebracht haben oder wo Sie gerade versagt haben. Und wenn es dann einen Menschen gibt, der Ihnen mit Liebe entgegenkommt, dann ist natürlich das Problem noch gar nicht gelöst. Aber man fühlt sich ganz anders. Nämlich die Überzeugung, dass ein dauerhaftes, friedliches Zusammenleben nur gewährleistet werden kann, wenn es vom Respekt vor der Würde des anderen, von Respekt vor seinen unveräußerlichen Rechten getragen wird. Ich glaube, dass man auch mit gutem Beispiel vorangehen sollte und dass man auch sich vor allem für andere Menschen einsetzen sollte, dass man glücklich wird, wenn man andere glücklich macht. Also geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Die Tatsache, dass man nicht nur Gutes tun soll, sondern dass man auch Gutes denken soll, meine Damen und Herren, das war die Geburt der Gesinnungsethik. Es kommt nicht nur darauf an, etwas zu tun, sondern man muss es auch im Herzen so meinen. Das Empathie, das Nachempfinden des Gefühls der anderen Person, dasselbe Gefühl, das die andere Person empfindet, in uns auch aktiviert. Werden wir nicht an unseren Gedanken, schon auch, aber nicht primär an unseren Gedanken, sondern eher an unseren Handlungen gemessen. Was wichtig scheint, ist die Art von experientiellem Lernen, die Person des Trainierten als Ganze erfasst, wo Empathie nicht nur verstanden, sondern auch erfüllt werden kann. Die im täglichen Leben praktizierte Umsetzung unserer Menschlichkeit kann einen Prozess in Gang setzen, in uns selbst und vielleicht, Klammer auf, die Hoffnung genügt, Klammer zu, in der Gesellschaft. Wir sollten uns doch an diese ethischen Maxime halten und sie uns immer wieder vor Augen führen, damit wir in dieser Welt etwas verbessern können. Was ist Ethik? Alltagsethik ist eigentlich praktizierte Philosophie. Das Leben ist nicht kurz, nur unsere Tage sind gezählt. Diesen Titel hat die Gesellschaft für Ethik der Festveranstaltung vorangestellt. Es ist gleichzeitig der Titel des neu erschienenen Buches über Malak Can.
Buch über die Philosophin, die Gelehrte, die Dichterin, die Musikerin Malak Can. Also offensichtlich ist das nötig, einerseits von dem, was man tut, innerlich erfüllt und überzeugt zu sein. Aber ebenso ist es notwendig, Distanz zu nehmen, zu sich und zu den anderen zu beobachten. Da ist es wieder wichtig, dass wir einfach auf dem Sektor der Bildung so früh wie möglich unseren Kindern das alles mitgeben an Werten. Ganz allgemein sollte man eben auch Kritiken hinunterschlucken. Das fällt einem besonders schwer. Die Superbia, ja, der Egoismus, der Hochmut wird immer wieder sehr aufsteigen als Zorn, wenn man kritisiert wird. Aber die Demut des Altruismus sollte hier überwiegen, und der Demut ist der Mut zum Dienen. Ja, also das ist etwas, was eigentlich eine große Tugend ist. Diese Tugend sollte es ermöglichen, dass man dann eben auch gefasst bleibt und die Kritik nicht also zur Verletzung werden lässt. Diese oberflächliche Welt ist uns die Bedeutung des Lebens überhaupt nicht mehr wichtig. Wir nehmen das überhaupt nicht mehr wahr. Und was ist gutes Handeln für uns? Ich glaube, das ist alles, was wir tun, was der Gesellschaft förderlich ist. Das heißt, ethisches Handeln soll unsere Gesellschaft, die Natur, das Leben fördern und einen Schritt weiterbringen.